Der erste Eindruck ist gut, es sind interessante Produkte dabei, die wir benötigen und müssen mal schauen, wie wir fündig werden. Wir machen Materialtransporte mit einem PKW, Kombi, Caddy. Wir haben Spezialfahrzeuge, machen Erlkönig-Transporte, Prototypen, Oldtimer, quer durch Europa, Lappland, Wintertestfahrzeuge, High-Value-Transporte von Edelmetallen und Event-Transporte und auch Standard-Transporte, national sowie international. Machen aber genauso Transporte für irgendwelche Fußballstars, dass wir den Fuhrpark von London zum Beispiel nach Mailand die Transporte übernehmen und dann auch in Kontakt kommen, unsere Fahrer mit dem Fußballer dann vielleicht oder mit dem Promi. Und das ist natürlich eine schöne Angelegenheit, zum einen für uns, aber vor allem auch für den Fahrer, weil es mal was ab der Normalität ist, mal ein bisschen Abwechslung halt. Wir haben in der Regel keine Fahrzeuge von der Stange, also viele Sonderwünsche, die Kögel wunderbar erfüllt. Und zum einen natürlich auch das Thema Preis, aber vielmehr dann auch das Thema Verfügbarkeit, Lieferzeiten und dann auch der Service im Nachgang, wenn man dann irgendwelche Themen halt hat. Und da fühlt man es sehr gut aufgehoben. Lieferzeiten, aktuell ein ganz wichtiges Thema. Aber das passt im Moment bei der Gemengelage, bei der allgemeinen trotzdem immer noch gut bei Kögel. Und halt weiterhin die Flexibilität, gewisse Sonderwünsche zu erfüllen, die wir halt immer wieder haben und wo dann andere Wettbewerber dann teilweise passen müssen, wo halt einfach nur irgendwelche gewisse Standardprodukte vom Band laufen. Ja.